Ja, was soll ich euch sagen? Ich kann es nicht erklären, weil ich habe es einfach vergessen. Ich kann euch nicht erklären, wie, weil ich habe ja die ganze Woche geplant und gemacht und getan und ja, war heute unten. Meine einzige Entschuldigung ist, ich hatte eine echt scheiß Nacht. Ich bin gestern erst um 3:30 eingeschlafen und bin um 8 Uhr schon wieder aufgestanden, weil mein Hund der Meinung war, er muss raus. Ist ja auch verständlich. Ansonsten habe ich echt keine Ausrede, weil ich war den ganzen Tag fit, es ging mir nicht schlecht, ich war nicht müde oder so. Ich habe es einfach komplett vergessen. Ja, der Livestream heute Abend um 8 Uhr. Ich habe es komplett verpeilt. Okay, ja, ich kann jetzt ganz viel dazu reden oder auch nicht, bringt ja nichts. Vergessen ist vergessen, ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Es tut mir richtig leid, wirklich, wirklich richtig leid. Ja, als ich gerade, ich habe gerade auf YouTube meine Dinger so durchgeguckt und habe gedacht, so, hä, wo ist denn jetzt Türchen Nummer 9? Und dann fiel es mir ein und einmal eiskalt hoch und runter, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so, euch so erschreckt und dann so ein Gefühl kriegt, wie so ein Fahrstuhl im Körper, wupp, wupp. Ja, und ja, so war es halt und jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Für nächsten Sonntag stelle ich mir hundertprozentig einen Wecker in meinem Handy, damit mir das nicht nochmal passiert. Und ja, ich hatte am 7. Die Memory Decks Karten für euch gemacht und hatte vor, die Verlosung dazu im Livestream zu machen. Ich werde jetzt gleich hier noch mal kurz ein bisschen an dem Bild rumbasteln und werde hier auf meinem Monitor so ein Live-Loszieher quasi machen. Und dann werde ich auf jeden Fall die Verlosung aber machen, wer von euch die Memorodex-Karten gewonnen hat, damit ich das wenigstens gemacht habe. Das hatte ich zwar nicht angekündigt, das war aber mein Plan. Und ja, wie gesagt, es tut mir total leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Das kann mir einfach mal passieren. Genau, und ich denke und ja, ich glaube, ihr merkt das, dass es mir echt scheiße damit geht. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und seid nächsten Sonntag dann um 20 Uhr trotzdem dabei. Und ja, ich werde es mir auf jeden Fall jetzt sofort in mein Handy schreiben und werde mir zwei, dreimal eine Erinnerung machen, dass der Wecker eine Stunde vorher, eine halbe Stunde und 10 Minuten vorher nochmal klingelt, damit ich das auf gar keinen Fall vergesse. Ja, das wäre mein erster Livestream geworden und ich habe mich da echt drauf gefreut und dann sowas. Ja, keine Ahnung, was mit mir da los war, warum ich das, wie ich das vergessen konnte, kann ich euch echt nicht sagen. Okay, Lieben, ja, wie gesagt, tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig und ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag und ansonsten ja, könnt ihr mich ja jeden Tag sehen. Es gibt ja jeden Tag ein Video für euch. Okay, ihr Lieben, wie versprochen gibt es jetzt die Verlosung von den Memory Decks Karten. Ich habe hier das Video schon einmal aufgemacht und mitgemacht haben nur drei Leute. Das wären Miss Fruchteis, Knuffelstube und Tanja Bastelt. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich von oben nach unten die Nummern nehme. Das heißt, Miss Fruchteis wäre Nummer 1, Knuffelstube Nummer 2 und Tanja Bastelt Nummer 3. Und dann habe ich diese Seite hier aufgemacht und das ist so ein Zufallsgenerator. Und hier habe ich jetzt eingegeben, es gibt Minimum einen Teilnehmer, Maximum drei. Und wenn ich gleich auf Generieren drücke, dann kommt ein Ergebnis raus und diese Person hat dann gewonnen. 3, 2, 1. Ja, und gewonnen hat die Nummer 3. Und das ist Tanja Bastelt. Ja, und sobald dieses Video hier online ist, werde ich dir eine Antwort schreiben, dass du gewonnen hast. Sei bitte so lieb, schreib mir eine E-Mail. Unten in der Infobox findest du die E-Mail-Adresse mit deiner Adresse, damit ich dir deinen Gewinn zuschicken kann. Okay, ihr Lieben, dann sage ich Tschüss und
bis Sonntag.